Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bastian Schulten und ich möchte euch in diesem Video die Lookarounds als besondere Funktionalität in regulären Ausdrücken näher bringen. Als erstes kommen wir zur Theorie. Lookarounds sind Mechanismen in regulären Ausdrücken, die es ermöglichen, kontextabhängig zu suchen. Das bedeutet, dass man prüfen kann, ob sich eine Zeichenkette vor oder nach einem Suchbegriff befindet. Dabei wird dann zwischen den Look-Aheads und Look-Behinds unterschieden. Die Look-Aheads sind alle Look-Arounds, bei denen geprüft wird, ob sich eine Zeichenkette nach einem Suchbegriff befindet. Im Gegensatz dazu sind die Look-Behinds alle Look-Arounds, bei denen geprüft wird, ob sich eine Zeichenkette vor einem Suchbegriff befindet. Auch negative Look-Arounds können verfasst werden, um zu schauen, ob sich eine Zeichenkette nicht vor einem oder nach einem Suchbegriff befindet. Wie diese verfasst werden, werde ich im Verlaufe dieses Videos noch näher erläutern. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Lookarounds ist, dass sie keinen Text matchen. Kommen wir nun zur Syntax von Lookarounds. Ein positiver Look-Ahead beginnt mit einer runden Klammer auf, einem Fragezeichen und einem Gleichzeichen. Danach folgt ein regulärer Ausdruck, nach dem der Look-Ahead suchen soll. Nach dem Ausdruck muss noch die runde Klammer geschlossen werden. Bei einem negativen Look-Ahead gibt es in der Syntax nur den einen Unterschied, dass das Gleichzeichen durch ein Ausrufezeichen ausgetauscht wird. Look-Behinds sind fast genauso aufgebaut wie Look-Aheads. Ein positiver Look-Behind beginnt mit einer runden Klammer auf, einem Fragezeichen, einem Kleinerzeichen und einem Gleichzeichen. Im Anschluss folgt ein regulärer Ausdruck und die schließende runde Klammer. Auch bei den Look-Behinds unterscheidet sich die negative Variante nur darin, dass das Gleichzeichen aus der positiven Variante durch ein Ausrufezeichen ersetzt wird. Kommen wir nun zu einem abschließenden Beispiel, in dem Lookarounds eingesetzt werden sollen. Die Anrede sehr geehrter Doppelpunkt Anrede Doppelpunkt Doppelpunkt Nachname Doppelpunkt ist hierbei der Beispieltext. Die Wörter, die von Doppelpunkten eingeschlossen sind, sind in diesem Szenario Platzhalter und sollen später von einem Programm durch sinnvolle Werte ausgetauscht werden. Die Doppelpunkte fungieren dabei nur als Begrenzungszeichen, die einen Platzhalter einleiten und beenden und gehören somit nicht zum Namen des Platzhalters. Die Aufgabe ist es nun herauszufinden, welche Platzhalter im Text verwendet werden, was bedeutet, dass das Ergebnis nur die beiden Wörter Anrede und Nachname enthalten muss. Im ersten Schritt suche ich nach allen Wörtern im Text. Dieses wird erreicht, indem ich mit dem Ausdruck Backslash W Stern nach beliebig langen Zeichenketten aus Wortzeichen suche. Im nächsten Schritt erweitere ich den Ausdruck so, dass ein Doppelpunkt vor einem Wort stehen muss. Weil dieser Doppelpunkt nicht mitgematcht werden soll, muss ich hierfür einen Look-Behind benutzen, der nach einem Doppelpunkt Ausschau hält. Das Ergebnis, welches jetzt gematcht wird, ist schon das richtige. Jedoch darf nicht vergessen werden, dass ein Platzhalter immer mit einem Doppelpunkt beendet wird. Um dieses noch in den regulären Ausdruck zu integrieren, benutze ich einen Look-Ahead, der wiederum nach einem Doppelpunkt Ausschau hält. Jetzt ist der reguläre Ausdruck fertig. Es werden alle Wortzeichenketten gematcht, die zwischen Doppelpunkten stehen. Abschließend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet etwas lernen.